Es ist 3:30 morgens. Das ist ja gar nicht mehr nur so. Nee, guck mal, was die Kinder haben. Die Kinder sind weg. Alles gepackt? Bitte? Alles gepackt? Ich denke schon, ja. Leo hat gerade so gesagt. Echt? Mhm. Ja, passiert so viel gerade. Ja, er merkt das irgendwie, ne? Einmal das und. Keine Ahnung, es ist 3:30 und wir haben ihn geweckt. Ja, also guten Morgen nochmal für alle oder gute Nacht, wie auch immer. Ja. So. Das ist echt krass. Der Flieger ist 6:40. Mhm. Die Kinder fahren jetzt schon los. Ja. Man muss 1 oder 2 Stunden vorher da sein. Wenn wir da sind, sind wir da. Ja. Sonst haben wir jetzt ein Parkhaus ein bisschen außerhalb. Mhm. Ah, okay. Dann müssen wir erstmal noch zum Flughafen nachher hin. Gehen oder fahren? Ja, fahren. Mit wem? Taxi. Fahren schon Taxis? Also um die Zeit? Ja. Wir fahren immer irgendwo. Ja, also die Kinder fliegen in die Wärme. Das soll 30 Grad sein, ne? Also 30, siehst du. Ja. Bring mal Sonne mit. Schön, ganz angenehm. Wir versuchen es. Ja, guten Flug, ne? Danke. Wir schicken Videos und so. Ja. Also, gute Nacht jetzt nochmal wieder für alle. Gute Nacht. 20,5. Ja, Christi, meine schon. 22,5 und 23 dürft ihr. Mhm. Knapp geworden. Ja. Guck mal, keiner ist draußen, alle schlafen. So, guten Flug, gute Fahrt, wie auch immer. Ne? Genau. Wir haben es schon gedrückt. Ist noch einer da? Nö, alle schlafen. Und ich im Schlafi. Tschüss, genau. Bis nächste Woche, ne? Ja. Mm. Erholt euch. Schickt ganz viel Material, also ganz viel Fotos, Videos und so. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, dass Leo weiter schläft. Weil er hat gerade eben gemacht. Mal gucken. Gute Nacht. Bis später. So, guten Morgen nochmal aus dem Hellen, ihr Lieben. Leo und ich gehen jetzt eine Runde spazieren. Und dann geht's für uns weiter. So, Leo, komm. Heute Nacht war das so natürlich unruhig, dadurch, dass die Kinder so früh losgefahren sind, 3:30. Konnten wir nachher nicht mehr einschlafen. Ne? Dann sind die los. Ich komme rein und Adrian sagt so, ich habe voll Atemnot. Ich habe gesagt, wie jetzt? Hat er Fenster aufgerissen und Max hat sich wohl zu doll eingedieselt mit dem Parfüm. Und er hatte das alles eingeatmet sozusagen, weil Max ja noch bei uns halt unten war und durch die ganze Wohnung das verteilt hat. Und das ist halt der Geruch, ne? Und Adrian sagt, ich krieg wirklich Atemnot. Also vor allem bei ihm macht sich jetzt Heuschnupfen bemerkbar. Ne? Er hat schon seine Dosis von OPC erhöht. Das Niesen. Augen jucken, Nase und halt eben die Atmung, ne? Das ist, geht halt los jetzt und jetzt will er ein bisschen mehr durch OPC das Ganze regeln irgendwie, dass es ein bisschen abgeschwächt wird, beziehungsweise so wie letztes Jahr war das ja weg nachher, ne? Sein Heuschnupfen und ich bin gespannt, ob er das dieses Jahr auch hinbekommt. Und wir fahren jetzt einmal los. Ich bin total müde, ich konnte auch nicht einschlafen, ich glaube bis 5. Und 6 klingelte der Wecker. Wir konnten aber noch ein bisschen länger schlafen, weil Ashley zu zweiten hatte. Und bis 7 nochmal. Was eine Nacht, ne? Was eine Nacht. Das ist alles so unruhig. Das wird sich bei mir im Laufe des Tages jetzt bemerkbar machen, weil ich einfach, wenn ich zum Beispiel zu wenig geschlafen habe, habe ich dann Kopfschmerzen und man ist dann wie gerädert irgendwie gefühlt, ne? Ich bin mittlerweile zurück, ihr Lieben. Wir würden ganz gerne einmal ganz kurz eine Runde in den Wald. Auch mit Leo halt. Und ich habe jetzt soweit alles gemacht. Badezimmer ist fertig. Alles andere auch. Betten und Co. Und Leo sitzt schon vorne und will raus. Wartet schon. Es ist auch schon kurz nach 9. Heute Morgen schien so schön die Sonne. Jetzt ist sie irgendwie weg. Zwischendurch ist sie dann doch noch so ein bisschen da. Max und Chrissy sind noch oben im Himmel. Die fliegen. 11:40 unserer Zeit kommen sie da an. Die fliegen ungefähr 5 Stunden und zwar nach Fuerteventura. So, ich bin sehr, sehr gespannt, was sie dann da sagen. Max meinte, es sind halt, wie gesagt, 30 Grad. Und hier so mit Jacken los, wobei es heute Nacht eigentlich relativ mild war. Das ist natürlich auch trotzdem nicht zu vergleichen. Und auf jeden Fall geht es jetzt für uns erstmal raus, ein bisschen Leo auspowern. Hört mal die Vögel und schon sind wir im Wald. Das ist richtig mega, weil es halt auch noch so warm ist gefühlt. Ne? Mir ist mit der Jacke schon wieder zu warm. Ui. Aber hört mal wieder die Vögel. Das ist richtig schön.
Leo freut sich immer, wenn wir hier sind. Na? Und schon gibt's Frühstück. Ich habe ja gestern mit euch zusammen ein Video dieses hier gemacht mit Chiasamen und Haferflocken. Das gibt's für mich, also ich schaff's garantiert nicht das ganze Glas, aber ich wollte schon ein bisschen was davon essen. Da ist jemand K.O. Und mein Schuki hat heute Morgen was ausprobiert. Darf es aber nicht anfassen, glaube ich. Ui. Brötchen, Schnucki, die sehen gut aus. In welchem Ofen wirst du die denn backen, wenn wir es draußen so warm haben? Das ist wirklich sehr warm und eigentlich müssen wir heute gar keinen Ofen anmachen. Theoretisch müsste mal die Sonne mal rauskommen. Dann kann man nämlich Solar benutzen. Puh, sehr warm, wirklich. Ich weiß gar nicht, 15 Grad jetzt schon auf jeden Fall. Na, Leo? Das ist kaputt. Richtig kaputt, oder? Hat nochmal ganz viel getrunken gerade. Mein Schnucki hat irgendwie gefühlt, aber ungewollt, Frischkäse gemacht. Körniger Frischkäse. Als wenn da Gelee drin ist. Also, das ist eigentlich ja nur die Milch. Schnucki, das warm, ist Käse, Mozzarella. Warm getrennt von der Molke. Mhm. Also die Molke vom warmen Quark sieht so aus, oder von dem Joghurt von warmen Milch. Und das ist kalt, vom kalten. Also sieht echt eklig aus, ehrlich gesagt. Aber ist auch so klar, Schnucki, das ist ja trüb. Das ist ja... Das sieht echt aus wie irgendein Käse. Ich habe schon gesagt Ricotta oder es gibt doch noch Mozzarella. Gucken wir mal, was das wird, wenn es kalt ist. Ja, wie krass. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von Max, die sind gelandet. Gott sei Dank. Ich habe immer noch, nach wie vor, das wird sich auch gar nicht ändern, immer Bedenken, immer irgendwie Angst. Und es ist 20 vor 12 und er hat gerade geschrieben, Mama, wir sind gelandet. Ich mache mittlerweile schon Mittag, mein Schnucki ist gerade am Videoschnitt und draußen regnet es. Es war so schön vorhin, jetzt ist es wieder ein bisschen kühler geworden. Also, hier wird Essen zubereitet und zwar haben wir ja noch Rest Wildgulasch oder Wildfleisch, war das ja eigentlich. Mit Zwiebeln, Kartoffeln und da werde ich nochmal eine Soße dazu geben und dann schmeckt das eigentlich ganz, ganz lecker. Auch Petersilie habe ich nochmal dazu gegeben, tiefkühl, also gefrorene Petersilie. Und für mich mache ich hier einmal Buchweizen, wir haben noch ein bisschen Zeit da, Buchweizen. Werde ich einfach mal anbraten, finde ich, schmeckt besser, weil so, so wie es gestern war, weiß ich nicht. Also ich bin nicht so ganz davon zufrieden, nicht ganz so damit zufrieden, weil das so, ich habe das Gefühl, es wurde aber so matschig. Weiß nicht, also sehr, sehr merkwürdig irgendwie. Auf jeden Fall gibt es jetzt Mittag und mit Willi habe ich auch schon mal geschnackt, er holt Leon herab. Und mittlerweile ist auch schon was angekommen von Amazon. Ich würde ganz gerne einmal diese Gläschen bei mir, diese Gewürzgläschen, da ein bisschen was verändern. Und zwar gab es solche Bambusdeckel, die finde ich total schön. Und solche Etiketten. Das sind so größere Etiketten, hoffe ich zumindest, war zumindest auf dem Bild, in weiß, wasser- und fettresistent. Also man verschmiert nichts. Ne? Bei den anderen war das so teilweise so, dass man doch verschmiert hast. Mal gucken, wie das dann nachher aussieht. Die Brötchen sind dann auch fertig. Ich weiß gar nicht, habe ich die vorhin gezeigt oder nicht? Nö. Sieht echt mega aus. Können wir dann nachher heute Abend dann essen. Wir haben nämlich auch gar kein Brot mehr. Alles aufgegessen. Und wie gesagt, sehen echt mega aus. Ich habe die Küche zwischendurch aufgeräumt. Also man hat immer wieder halt so Haushalt. Und gleich würde ich ganz gerne einmal an den PC. Da muss ich auch ein bisschen was erledigen. Eigentlich wollte ich rausgehen, aber bei dem Wetter macht es irgendwie so keinen Sinn. Vielleicht kommt die Sonne nachher nochmal raus. Aber jetzt... regnet's. Hab eben die Etiketten ausgepackt. Guck mal, das sieht doch mega aus, oder? Solche länglichen, die man quasi so über das Glas klebt, finde ich sehr schön aus. Die ganzen Gewürze, die ich auch habe, viele habe ich nicht. Sogar Selleriesaat und sowas. Sesam, Samen, Tomatensalz. Ja, da muss ich mal gucken. Achso, und in Rund gibt es die dann auch noch. Kann man aussuchen. Rund oder eckig. Finde ich aber sehr, sehr schön. Ich glaube, das sieht nachher auch besser aus. Und verschmiert vor allem, hoffe ich nicht. Schaut mal. Ich glaube, vor ein paar Wochen habe ich jetzt erst alles hier sauber gemacht. Und was ist? Alles wieder dreckig. Bleibt ja nicht aus, ne? Wenn man das immer entlangen hat oder immer benutzt.
Ich würde ganz gerne einmal das Regal hier einmal abwischen oder die Schublade und dann werde ich das mit den Gläschen einfach mal neu befüllen. Mal gucken, wie das dann aussieht. Schwarze Pfeffer. Also, bin gerade dabei, diese ganzen Gläschen so ein bisschen zu ändern. Und so sieht es dann nachher im Grunde aus. Mit dem weißen Etikett und dem Holzdeckel, Bambusdeckel. Ich finde, das ist schöner. Wo ist P? Wo ist Pfeffer? Ich glaube, Leo kommt wahrscheinlich die Post und Leo verjagt ihn. Leo liegt übrigens auf der Treppe. Aber das macht er auch, wenn die Kinder da sind. Also, er legt sich gerne auf die Treppe und guckt, was da so los ist. Und wenn irgendwas ist, dann geht's los. Dann zerfleischt er das Gefühl, so die Leute, die da irgendwo an die Tür kommen. Was machst du da? Deine Fehler korrigieren. Oh, also, ich dachte, ich mache uns was Gutes und verschwende nicht diese. Schmeiße die Dinge nicht weg, Kartoffeln, aber ist gut, dann esse ich die so. Du kannst nur nicht das eine Essen mit dem anderen kombinieren. Du kannst nur nicht kochen, ne? Wolltest du sagen? Ja, das sagst du. Ja. Also es sollte wieder so werden wie letztes Mal, dass es Spaghetti, nicht Spaghetti, Dinkel-Spirellis, beziehungsweise einfach weiße Spirellis geben, weil diese Soße unheimlich wichtig ist. Das ist diese Suppe, die Adam früher von seiner Mutter bekommen hat. Mama. Ja. Mama. Das sind noch zwei Kartoffeln. Es gab wirklich eigentlich nur Hackfleisch mit Speck, Zwiebeln und diese Tomatensuppe konzentriert plus Sahne. Und dann Spaghetti, nee, Spaghetti-Nudeln dazu. Hackfleisch gibt es ja schon mal nicht. Nee, genau, dann gibt es nur das. Speck auch nicht. Na gut, dann essen wir jetzt das und Nudeln. Guck mal, da muss schon der Chef kommen, ne? Chefkoch. Ja, nicht, dass du noch Wasser reintust, ja. Da gehört Sahne rein. Ja klar, ich weiß. Keine Sahne? Ja. Oder habe ich die gestern irgendwie... Wir haben gerade in der Garage, habe ich auch noch mal was gesehen. In der Garage? Nicht, dass das irgendwelches Autoöl ist oder so. Nee, nee. Also die Soße muss unbedingt sein, weil das einfach eine leckere Soße ist, ne? Kennt man von früher. Und man kann das nur auf eine Art machen. Ja, okay. Ich meine nicht. Du bist der Beste. Beziehungsweise Mama. Ja. Mama. So, guck mal. Ja, nur noch Sahne jetzt. Ich hole die mal schnell. Das muss dann noch ein bisschen ziehen. Mhm. Ja, er hat letztes Mal mit Nachschlag gegessen. Ne? Das Fleisch war ja schon fertig, ne? Ja, genau. Er fand das so lecker. Da sind noch Kartoffeln noch. Schon hier und da auch. Die habe ich gesehen. Er wird da noch eine. Und da auch. Oder ist ein Pilz. Hast du nicht gesehen? Warum nicht? Na gut. So, ich wusel hier noch ein bisschen mit meinen Gewürz. Gläschen und dann gibt es bald auch schon Essen. So sieht das Ganze aus. Ich bin aber eigentlich noch nicht fertig. Ich muss jetzt Gläser nachbestellen. Ne? Ich habe Gläschen nachbestellt und auch natürlich die Deckel nachbestellt. Ich habe nämlich einiges noch und eigentlich habe ich noch mehr Kräuter so im Kopf, die ich gerne mal hätte. Das muss noch. Das. Auf jeden Fall brauche ich noch mehr. Und ich finde, das sieht wirklich schön aus und vor allem die sind alle nummeriert. Also man kann wirklich von 1 bis, ne, das Ganze hier quasi nach Alphabet ist das Ganze ja dann sortiert. Und ich finde das ganz hübsch. Also das ist auch ganz hübsch, ne? Auf jeden Fall mache ich mal schnell klar Schiff. Und dann bin ich erstmal hiermit für heute dann fertig. Tada! Schon ist alles fertig. Guck mal, alles, was ich hatte, habe ich untergebracht. Es fehlen dann wie ein paar Gewürze, die da noch stehen. Und ich wollte noch ein paar andere Gewürze haben, die ich hier zum Beispiel gesehen habe, die auch toll sein sollen. Und auf jeden Fall finde ich das, ehrlich gesagt, viel besser. Überschaubarer, heller, freundlicher und vor allem mit einem Bambusdeckel.
So, unser Tisch ist reichlich gedeckt. Es gibt irgendwie gefühlt alles. Auf jeden Fall. Sehr. Dankeschön, sehr lieb von dir. Auf jeden Fall wollen wir jetzt einmal Mittag essen und dann geht es schon ein bisschen weiter. Ne? Leo lag die ganze Zeit gerade auf der Auffahrt. An alleine. Warst du mit dabei oder war er alleine? Ja, hier in der Küche gelegen. Genau. Er auf der Auffahrt, du auf der, in der Küche ne, gelegen. Nein, ich war da am Waschbecken. Habe ich immer die ganze Zeit gesehen. Aber er wollte unbedingt raus. Ja, keine Ahnung, nicht warum. Ganz, nicht weg, raus. Aber nur raus. Ja. Essen ist zu warm. Ofen an, ist zu warm, ne? Ja. Das war das heute sehr, sehr merkwürdig bei uns, ehrlich gesagt. Zwischendurch kommt dann die Sonne raus. Und da habe ich gesagt, so, jetzt nutze ich mal die Gelegenheit und stelle ein bisschen auf der Terrasse was um. Hatte ich auch schon vorgehabt. Und zwar, ich würde sagen, ich drehe mal ganz kurz mal die Cam. Ich habe nur ein bisschen was verändert. Nicht viel, aber es ist immer, wenn man irgendwie sowas ändert, dann denkst du gleich, wow, wieder irgendwie mehr Platz gefühlt. Auf jeden Fall drehe ich mal ganz kurz mal die Cam und zeige euch, was ich so gemacht habe. Und zwar habe ich den Sessel nach da gestellt. Von da, jetzt hat man natürlich hier viel, viel mehr Platz zum Raus, zum Durchgehen. Und die liegen, stehen einfach nur da, wenn es regnet oder halt abends holen wir die mal hierher. Ansonsten würden die ja da drüben stehen, auf der Terrasse. Den Stuhl habe ich jetzt nach da gestellt. Und genau, ein paar Blümchen halt wird anders verteilt. Ne? Also ein bisschen einfach so ein bisschen ausgedünnt. Ich hatte schon überlegt, dass ich vielleicht diesen Topf da einmal woanders hinstelle. Weil da ist ja genug, was blüht. Ne? Und hier sieht das Ganze so aus. Ich habe jetzt auch den Topf nach dargestellt mit dem Blümchen. Auf jeden Fall sind wieder diese ganzen Viecher da, ne? Diese schwarzen Käfer. So wie diese Rapskäfer oder diese Gewittertierchen sind es ja nicht. Nein, sind diese Rapskäfer, ne? Die schwarzen. Auf jeden Fall, unscharf, sieht das Ganze jetzt so aus. Also ich finde, das ist ganz cool. Ich habe sogar einen Teppich schon mal rausgelegt. Ja, gefällt mir so besser. Gut, der Platz ist sowieso immer für diesen Sessel da, ne? Davon abgesehen. Hier stand er einfach nur über den Winter, weil wir halt teilweise sehr, sehr starke Stürme haben. Und jetzt kann er halt eben da in der Ecke stehen. Schon besser, ne? Ich habe erst diese Blümchen nach dargestellt, damit auch meine Ecke was blüht. Weil da habe ich ja nur die Buchsbaumkugeln stehen und ich finde das so besser. Wir müssen, wenn das Wetter einigermaßen gut ist, die Terrasse schrubben, ne? Die ist echt grün. Der nicht überdachte Teil ist wirklich leidet immer, ne? Die andere geht noch, weil sie relativ neu ist, aber das ist schlimm. Aber gut, das machen wir, wenn es irgendwie das Wetter das zulässt. Das ist jetzt 3:30. Ich würde ganz gerne mit Leo eine Runde rausgehen. Er liegt nämlich schon da und wartet auf mich. Ja, wollen wir raus? Wollen wir raus? So süßer liegt da und guckt. Ja, also wir gehen jetzt eine Runde raus. Max hat mir auch schon einige Videos geschickt. Das ist da wunderschön. Blaues Wasser, das Meer abgefilmt, blauer Himmel, Sonne. Total anders als hier, ne? Die sind heute quasi nachts losgeflogen und ruckzuck sind die jetzt im anderen Land, wo es einfach so 30 Grad plus sind, ne? Bei uns ist gerade mal vielleicht jetzt gerade 10, weiß ich jetzt nicht, aber wir gehen raus, ne Leo? Ja, der möchte raus. Videozelle geguckt? Jo. Ist da noch was zu verbessern? Nein. Also, es ist so schön. Die Sonne kommt schon wieder raus. Wohin war das manchmal so ungemütlich? Komm, Leo. Komm. Komm. Das ist richtig schön. Und die Sonne wärmt sogar schon, ne? So wie gestern. Es ist nur ein bisschen windig irgendwie gefühlt. Video ist gut, Schnucki ist lustig. Dritter Video reingeschnitten. Und, sehr amüsant, ich habe das nochmal durchgeguckt. Du kannst online gehen. Ich habe schon mal Abendbrot für uns vorbereitet. Und zwar habe ich die selbstgemachten Brötchen von meinem Schnucki heute hier. Einmal mit Auberginenaufstrich. Guck mal, dieses hier. Super lecker, habe ich schon probiert. Dann Frischkäse, Bärlauch und Lachs. Dann eine Tomate obendrauf einfach. Dann habe ich Bärlauch für mich so hingelegt. Ich esse es einfach so mit in Blätterform. Dann haben wir Mairübe. Hier ist einmal Käse und zwar Gouda Möhre aus dem Bioladen und einmal Nordseekäse. Ein bisschen Frühlingszwiebeln von dem polnischen Stand, als auch eine Tomate und Gurke. Das ist mein Teller und für meinen Schnucki sieht das so aus. Da habe ich Bärlauch klein geschnitten, einfach Karotte, Paprika, Zwiebeln, also Frühlingszwiebeln, Tomate ist drauf, Schafskäse. Dann habe ich auch diese beiden Käse quasi so nochmal dahin geschnitten und dahin gelegt. Ein bisschen Mayo, Lachs. Und Brötchen. Das ist jetzt unser Abendbrot.
Genau, und der kleine Mann ist so müde. Der versucht zwischendurch mal zu schlafen, aber wenn wir halt so ein bisschen unruhig hier sind und nicht sitzen oder liegen, dann rennt er auch uns immer hinterher. Auf jeden Fall, diesen Käse kann ich nur empfehlen. Also gibt es halt bei uns im Bioladen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist einfach Gouda Möhre, heißt er, mit Karotte. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut, als auch diese Nordseekäse. Und warte mal, Nordsee oder nein, das ist nicht Nordsee, das ist hier Ziege oder Schaf. Wartet. Schafskäse. Muss ich kurz mal lesen. Ziege oder Schaf? Auf jeden Fall schmeckt super lecker, auch Gouda halt, ne? Und ja, also das ist schon mal hier erledigt. So, ihr Lieben, ich bin gerade hier auf der Couch, habe nochmal die Kommentare durchgelesen. Das ist sehr interessant. Also, Anna hat euch ja im letzten Vlog erzählt mit dem Augentraining. Und das ist sehr erstaunlich. Da hat mir jemand auch geschrieben, dass die Tochter, also eine Tochter von der Zuschauerin, halbes Jahr diese ganze Übung gemacht hat und danach keine Brille mehr brauchte. Das ist richtig krass. Also, man merkt schon natürlich, die Übungen gehen ja so: Du musst immer in ein Quadrat gucken oder eine Uhr. Einmal zum Beispiel 12, 6, 3, 9 und so weiter. Immer so verschiedene Bewegungen machen. Dann Schlangenlinien, dann so gucken und so gucken. Oh, irgendjemand kommt. Und jedenfalls trainiert es die Augen, weil die Augen sind danach total anders. Du kennst ja teilweise diese Bewegung nicht, ne? Man guckt ja automatisch. Und das ist sehr, sehr spannend. So, ich glaube, Willi kommt jetzt, schätze ich mal, um Leo abzuholen. Vielleicht, weil ja, Willi. Na gut, ihr Hübschen. Also, ich würde sagen, ich beende mal diesen Vlog. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Alter, ist das geil!